Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir gegen zwei Wächter, glaube ich, waren es. Der dritte war in der vorletzten Folge. Gegen Wächter gekämpft und haben zwei Ivaroks entdeckt. Allerdings konnten wir gegen nichts kämpfen, da ich gegen alle Wächter meine Waffen aufgebraucht habe. Zumindest den vorletzten. Den letzten Wächter habe ich noch mit Blocken hingekriegt. Gerade so. Aber heilige Scheiße, war die Kacke schwer. Ich hatte einfach keine Waffen mehr, mit denen ich mich wehren konnte. Die Ivaroks muss ich alle nachholen. Oder zumindest, bis ich wieder Waffen habe. Weil mit Bockstock habe ich gestern noch letzte Folge gekriegt. Weil da noch ein Lager ist, das wir letzte Folge auseinandergenommen haben. Aber ich bin komplett waffenlos. Hilflos bin ich. Ich habe nur noch diesen einen Bockstock und eine Holzfäller-Axt. Mehr habe ich nicht. Und die Bomben natürlich und meine Pfeile, aber ich habe auch nur einen 5er Bogen. Gut, einen 10er Bogen habe ich auch, aber der Zoom des Todes ist halt auf dem drauf, ne? Weil es ja ein Ishin-Bogen ist. Da ist ja der Zoom der Vorteilhafte, dass man viel weiter schießen kann. Ich weiß, da oben ist ein Schrein, das weiß ich. Wenn hier gleich wieder ein Ivaroc ist, gell, dann fress ich einen Besen. Ist hier wer? Sind hier Waffen? Rüstling. Den nehme ich mit. Passiert nichts. Dann mache ich nur meine Waffe kaputt. Puh. Eisenhammer. Wenigstens mal eine gute Waffe mal wieder. Obwohl, Waffe kann man sagen. Doch, gegen die Ivaroks ist es eine extrem starke Waffe. Das stimmt. Aber doch, gegen normale Gegner braucht das halt viel zu lang. Und normalerweise will ich eigentlich das nur hernehmen, um Erz zu farmen. Und Bernstein was. Und Salz, glaube ich. Ein Apfel. In die Hand. Puh. Gut. Den Krog haben wir. Und dann, was ist das für Kraut? Frostkraut. Frostkraut. Eine Heilpflanze, die in großen Höhen wächst. Etwa in den Bergen von Hebra und Gerudo. Als Kochzutat entfaltet das Kraut einen Hitzeschutzeffekt. Was wächst es dann hier oben? Gut, ich weiß, das ist wahrscheinlich extrem kalt hier oben drauf. Aber trotzdem, wenn da schon steht Hebra oder Gerudo. Gut, die Gerudo-Wüste, da kann ich mir schon vorstellen, dass sagt eigentlich schon, dass da eigentlich relativ heiß ist, aber ist natürlich wie im Leben. Erstens ist da ein Schneegebiet auch noch dabei in der Wüste. Und zweitens, wie jeder weiß oder wissen sollte, Wüsten sind unter Tags extrem heiß, aber in der Nacht frieren die so hart runter, das glaubt man gar nicht. Wo ist der Scheiß? Laufe ich gerade zu weit? Ich glaube, ich müsste gar nicht für den Krog hochklettern, oder? Das glaube ich. Nein! 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 Alter! Habe ich was? Habe ich was? Habe ich was? Alter! Zum Glück! Ey, Alter, ist hier oben echt so kalt? Und dann müsste aber das Wimperwams reichen, glaube ich. Ah, zum Glück. Und nee, war nicht zu hoch. Es war perfekt. Es fängt einfach zum Regnen an, während ich hier hochkletter. So ein Scheißwetter mal wieder. Dann dürfte der, glaube ich, da oben sein, der Krog. 1, 2, 3, 4, 5, Sprung.
Da ist er doch nicht oben. Ist wahrscheinlich auf dem anderen Baum. Wenn der überhaupt da oben ist. Ich sehe nämlich nichts. Ich sehe ihn nicht. Wo ist denn der? Krog. Ich wollte gerade springen. Hey, komm, echt jetzt. Hoch mit dir. Deswegen hasse ich den Regen. Deswegen hasse ich den Regen in diesem Game. Ich hoffe, im zweiten Teil ist es besser mit dem Regen gemacht. Krog? Krog? Hä, ich habe hier doch einen Krog markiert. Wo ist er denn? Ich verstehe. Ich verstehe schon. Erstmal noch darüber gucken. Da ist eigentlich nichts. Aber ich habe schon verstanden. Zwei Bäume nebeneinander. Steine oben. Das kann nur eins heißen. Fußball. Oder so ähnlich. Ah, wir sind sogar auf dem niedrigeren Berg. Wo ist das? Hier. Ja, wir sind super richtig. Und runter mit dir. Ich hoffe, das ist gut. Ja, der rollt gut. Perfekt sogar. Du hast mich entdeckt. Ein weiterer Krog. Wir haben bald unsere ersten 100 Krogs. Dann haben wir ein Neuntel geschafft. So, dann gucken wir mal, was uns hier oben erwartet. Bestimmt ganz oben Krog, aber erstmal gehen wir erst rum und gucken, ob hier die Fläche da drüben irgendwas für uns hat. Wo auch immer die Fläche ist, die ist da unten. Ah, da warte ich erstmal. Erstmal gehe ich weiter nach oben. Ah, hier schneit's. Es schneit hier oben. Und ich sehe den anderen schreien von da. Du hast mich entdeckt, Krogsam. Tschüssi. Sobald ich mich erinnern kann, können wir den Schrein gar nicht lösen, weil wir dafür den anderen brauchen. Aber wir können trotzdem mal reingucken. Vielleicht habe ich mich auch irgendwas falsch im Kopf gerade. Weil ich glaube, das ist ja, weil zwei da sind, irgendwie hängen die zusammen, glaube ich. Die zwei. Dass man irgendwas in dem Schrein machen muss, das man im anderen braucht. Ja genau, warte hier. Zwei Schreine sind ineinander verbunden. Das eine Lösung war im anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Eine Erinnerung hat mich also doch nicht getrübt. Das war zusammen. Das müssen wir nämlich fotografieren, dieses wunderschöne Bild. Das müssen wir im anderen Schrein einsetzen. Truhe? Ist hier eine? Na, bestimmt da drüben irgendwo. Guck mal, jetzt kurz zu fix, kann ich da ein Foto machen und alles überhaupt treffen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na, wird schon so passen. Das sieht man. Das passt so. Das kann ich leider nicht lösen. Da brauche ich den anderen Schrein für. Ja. Mal gucken, wann wir den überhaupt bekommen. Weil jetzt haben wir zwar die eine Seite erkundet. Aber ob wir so schnell auf die andere Seite hochkommen, ist halt die Frage. Wir können zwar rüberfliegen, aber ich glaube, das macht nichts besser.
Stempel löschen. Stempel löschen. Dann gucken wir erstmal da runter. Da ist eigentlich nichts, glaube ich. Und dann schauen wir, dass wir auf die andere Seite rüberkommen. So. Wie gesagt, da ist nichts. Eventuell kriegen wir es ja hin, dass wir auf der anderen Seite mehr Waffen kriegen. Dann werden wir wieder hochklettern und dann darüber fliegen. Hoffentlich reicht meine Ausdauer dafür aus. Hoffentlich. Wie viele Crocs muss ich denn noch sammeln? Drei. Vier. Fünf, sechs, sieben auf der Seite noch. Oder war das da drüben schon auf deinem... egal. Auf jeden Fall erst wieder hochklettern. Und dann rüberfliegen. Hoffentlich reicht es. Sonst muss ich mich hoch teleportieren, das ist ja auch nichts dabei. Nur dass es dann wieder mehr Zeit einnimmt, das müsste doch lang da hoch. Da oben müsste ich doch stehen können. Bitte sag, ich kann darauf stehen. Tatsache. Boah, alter Schwede. Komm ich nicht da, kletter irgendwie weiter hoch? Nee, glaub nicht. Von welcher Seite ist am besten? Ich glaube da drüben, da jetzt da so rüber rein. Und da dann hoch. Ist glaube ich das Beste. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall sind hier schon mal gute Sachen zu sammeln. Bernstein. Topas, Rhodonit, Opal. Das werde ich dann alles später machen. Aber ich glaube, das war die falsche Seite. Oder, warte. Komme ich da außen rum? Die Bocklanze nehme ich mir, danke. Und du gehst drauf damit. Da hinten ist eine Sternschnuppe. Alter, willst du mich verarschen? Aber die hole ich mir jetzt nicht. Bin hier gerade beim Erkunden. Die ist im Tropengebiet. Nee. Moment. Doch, die ist im Tropengebiet. Das sieht mir hier nach Ivarok aus. Alter, wie viele sind denn hier? So, jetzt komme ich hier langsam nach oben. So. Jetzt bin ich gleich wieder oben. Ja, ich bin wieder auf richtigen Kurs. Ich bin auf richtigem Kurs. Und mit der Lösung, die wir beim anderen Schrein gefunden haben, werden wir jetzt hier weiterkommen, wahrscheinlich im Schrein. Ja, ich stand ja davor, also müssen wir da eigentlich weiterkommen. Jetzt muss ich nur noch hier hoch. Komm schon. Ja, bin oben. Bin oben bei den Zwillingsbergen. Moment. Ich glaube, irgendwo hier müsste dann der Lösung für Ramdas Schatz sein. Bin mir aber nicht sicher. Das werden wir dann wohl sehen. Ein Apfel. Finde ich gut. Den Krog da oben haben wir also auch. Und damit... finde ich mir viele Krogs und dann haben wir das erste Gebiet eigentlich schon komplett fast fertig. Also... Krogsammler technisch für Quests könnte es eventuell trotzdem noch sein, dass wir es begehen müssen oder so. Oder eventuell nochmal drüber fahren, gucken, dass wir auch alles wirklich gesammelt haben.
Ja, es sind nicht mehr viele Crocs, dann sind wir schon bei den ersten 100. Aber. Mei. Da ist wahrscheinlich das Gleiche. Zwei Schreine sind in einer Botenwurf, pick da alles klein, sonst bist du ratlos im anderen Schrein. Ja. Komm nach unten, du Fading. Eins, zwei, drei, vier, fünf, das sehe ich sogar. Ja, mach mal das Foto, ist besser. Dann müssen wir gucken, einmal ins Album. Eins, Mitte, erst Mitte, rechts, dann erst rechts, Mitte, links. Rechts, Mitte. Nee, Moment, das ist das jetzige Bild, ich Depp. Das ist ja das jetzige. Zwei, vier, zwei, eins, fünf. Zwei, vier, zwei, eins, fünf. Zwei, vier. Zwei. Eins, fünf, was? Ich hoffe, dass es das so richtig war. Zwei, vier, zwei, eins, fünf. Oder zwei, fünf, eins. Ah, war schon so richtig. Da drüben ist die Truhe. Also passt. Den ersten Schrein haben wir damit erledigt. Ein Zishin-Langschwert. Das müssen wir auch noch fotografieren dann, wenn wir draußen sind aus dem Schrein. Aber das sehen wir dann. Müsste alles gewesen sein. Ja. Boah, und damit sind dann zwei weitere Schreine in meinem Konto. Danke. Ich habe die Prüfung gemeistert. Danke. Zeichen Bewährung erhalten. Sind wir schon wieder bei zwei? Fehlt nicht mehr viel, dann sind wir schon beim nächsten Herz. Gras schneiden. Kommen manchmal versteckte Insekten, weiß ich schon. Fernglas. Das weiß ich auch. Aber ich gucke mich nicht von weiten Umgebungen um. Ich gucke auf die Karte und schaue mich so um. Habe ich das schon fotografiert? Ah, jetzt ist das Schild natürlich runtergefallen, ne? Reisebogen. Goblin. Ja, scheiß drauf. Fliegen wir einfach rüber. Machen den Schrein jetzt. Das war's dann. Dann dürfte die Folge auch vorbei sein. Dann mache ich noch das Foto. Und das war's dann mit der Folge. Dann muss ich dann nur noch die andere Seite des Berges erkunden, die restlichen Crocs holen und das war's dann. Das sage ich jetzt zum dritten Mal, weiß ich schon, danke. Und dann sind wir fertig mit dem Erkunden, meine ich. Ein rechts, Mitte, links, rechts, links. Das war falsch. Rechts, Mitte, links. Rechts, links. Das war ein Fehlwurf. Das. Da hast du da rechts, da rein. Und du
Du darfst da rein. Das da hinten. Aber ich muss noch die Truhe holen, nicht Depp. Die dürfte dann auf der anderen Seite auf der gleichen Stelle sein, richtig? Ja. Aber Hauptsache erstmal das Rätsel gelöst. Ist genauso wichtig. Kommst du jetzt Aufzug? So. Eine Sanderlanze, eine Lanze mit spezieller Sanderklinge. Die besten Lanzenkrieger der Shike können damit ihre Gegner zu sich heranziehen und gleichzeitig kampfunfähig machen. Jetzt fällt mir an, ich habe bei dem anderen Schwert gar nicht durchgelesen, glaube ich. Was es macht. Oh mein, dann sind es zwei Fotos, die wir noch machen müssen. Falsch. So, jetzt. Untersuchen. Zeichen der Bewährung. Erhalten. Dann noch zwei Fotos und das war's dann wieder. Haltbarkeit von Waffen, ja. Ich hoffe, im zweiten Teil ist einiges besser. Zum einen das Klettern. Die Waffenhaltbarkeit. Hier das Zijin-Langschwert. Ein traditionelles einschneidiges Schwert des Shika-Stammes. Sollte eine Fliege es wagen, auf der Klinge landen. Ist es Deutsch? Sollte eine Fliege wagen, auf der Klinge landen, würde sie in zwei Teile zu Boden fallen. Ich sage jetzt einfach mal, ist kein Deutsch. Wieder einpacken. Aber wenigstens kriege ich langsam wieder Waffen, ne? Falsch, ich wollte die Lanze. Die steht ja 1-1 in der Luft, würde ich sagen. Aber ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch sehe ich in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild wieder. Ciao, euer Gladius.